Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute aus dem FCT. Natürlich haben wir heute auch wieder eine kleine Übersicht, was wir an Themen heute Abend um 19 Uhr live für euch haben werden. Das erste Thema ist Bayern München. Ich weiß, man muss nicht Bayern München sein, aber Qatar Airways. Da gibt es wohl eine Trennung. Dann geht es weiter, ein Fall, den Matthias Böse verhandelt hat für den Verbraucherschutz in NRW. Wenn Lufthansa-Tickets, zum Beispiel hier in dem Fall war es in der First Class, storniert, dann müssen die Tickets so geflogen werden, wie der Kunde es möchte und nicht mit irgendeiner Art Zuzahlung. Da gibt es einen Erfolg. Dann gibt es Neuigkeiten von Airbus. Airbus, den A220-500, den nennt man nicht A220-500, sondern intern wird das Projekt A221 genannt, was ja mit dem 321er nachvollziehbar ist. Dann haben wir für euch noch mal einen Deal of the Day mit der British Airways und da geht es in der Premium Economy von London nach Peking. Das Ganze für 790 Pfund. In der Sendung heute Abend erzähle ich euch, wie viel das in Euro ist. Also bis heute Abend 19 Uhr, Frequent Traveler TV, ihr wisst ja, immer live für euch. Und ich nehme jetzt mal auch schon die Meilenschnäppchen und so weiter auf. Die habe ich nämlich auch schon bekommen. Ihr bekommt sie als Kanalmitglieder natürlich direkt von Freitagnacht auf Samstagnacht, wenn das Embargo weg ist. Also, bis dann. Ciao.